Jo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir für euch, und zwar SCP-087, der Stiegenhaus-Simulator, wie ich es so schön sage. Jo, und zwar handelt es sich um dieses Spiel nichts anderes, als dass wir sinnloserweise ein Stiegenhaus hinabsteigen. Es passiert irgendwie, ja, wir sind Stiegenhaus 0, es passieren hier sehr merkwürdige Dinge und es ist ziemlich gruselig. Am Anfang vielleicht nicht so. Aber ja, ihr seht schon, es wird düster, wir sind bei Stiege 1 angekommen. Wir gehen einfach hinunter und wollen einfach nur in unser Auto steigen. Es ist ein langer Stiegenabgang mit gruseliger Atmosphäre, würde ich einmal so sagen. Ne? Und ja, wir schauen nochmal, was uns hier erwartet. Es ist eigentlich nichts Besonderes, sage ich jetzt einmal, nur ein kleines Indie-Horror-Let's Play. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich probiere jetzt einmal, dass wir so weit wie möglich kommen, bis wir das zum Monster kommen. Und jo, mal gucken. So, wir sind schon bei Stiege 4 angelangt. Und irgendwann einmal, soweit kann ich es euch verraten, sitzt hier am Ende der Stiege ein Monster und angeblich kann man jetzt da springen, kann man auch. Kann man es so umgehen? Ich weiß es aber bis jetzt nicht, weil ich habe noch nie... jetzt ist meine Maus wieder da. Ich habe es bis jetzt noch nie gesehen. Hin und wieder machen wir mal solche Drehungen, weil da verschwindet nämlich die Maus auf dem rechten Bildschirm. Darum muss ich hin und wieder mal solche Drehungen machen, so wie jetzt zum Beispiel. Dann ist nämlich die Maus wieder da. So. Rauf können wir nicht gehen. Wir können nur rauf springen. Hat aber keinen Sinn, weil wir wollen ja hinunter und nicht hinauf wieder. Ja, die Musik im Hintergrund ist auch teilweise bedrückend. Stiegenhaus 7, noch immer, also Abschnitt 7, noch immer nichts ist passiert. Ich habe es schon einmal kurz angespielt, beziehungsweise einmal gespielt. Ja, es ist nicht so aufregend, aber ich will es auch mal zeigen, dass ihr einen Überblick bekommt von SCP-087. Viele von euch kennen es, einige vielleicht noch nicht. Und ja, in dem Stiegenhaus möchte ich gerne gehen. Atmen wir so schwer? Wahrscheinlich. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sich das Stiegenhaus verändert. Jetzt kommt dann gleich die kurze Drehung wieder. Hui, hui, hui. So, sorry Leute dafür, aber das muss sein. Weil falls ich einen linken Mausklick mache zum Beispiel, ja, minimiert sich das Spiel, wenn die Maus auf dem rechten Bildschirm ist. Und ihr hört es, es wird immer lauter und lauter im Hintergrund. Das Spiel ist übrigens kostenlos, könnt ihr euch downloaden. Download-Link unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise, es wird immer lauter, beziehungsweise auf meiner Homepage direkt bei Download-Link. Okay, ich muss mal den Ton ein bisschen leiser drehen. Sehen wir schon. So, eine Drehung kommt wieder. Hui, 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 hui. Und ihr seht auch schon, das Gelände verändert sich. Es verändert sich einiges. Die Sachen, die hier passieren, so Schatteneffekte, wo man sich teilweise ankaxelt, sind random. Das heißt, das kann bei Stiege 5 passieren, bei 16, wo wir jetzt hier zum Beispiel waren, bei keine Ahnung was. Ich glaube, das Weiteste, was ich unten war, war 20 oder sowas. Es wird immer düsterer, das Stiegenhaus, immer düsterer, immer finsterer und immer enger.
So, jetzt bin ich mal nicht sicher. Jetzt kommt wieder die kurze Drehung. Hui, 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 hui. So, jetzt passt es wieder. 20. Und wir atmen immer schwerer. Wir können nichts tun, außer hinuntergehen und springen. Hui. Hui. Dreiundzwanzig. Meine Güte, dieser Schatteneffekt meinte ich zum Beispiel jetzt. Fünfundzwanzig. Und wieder die gekonnte Drehung. Hui, 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 hui. So. Es wird immer lauter. 26. Bei 50, wenn wir es soweit schaffen sollten, zeige ich euch dann eine Abkürzung, wie man das Spiel spielt. 27. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was der Sinn und Zweck der Sache ist bei dem Spiel, ob man das wirklich zu Ende spielen kann oder nicht. Ich weiß nur, dass es einem Angst machen soll. Die düstere Atmosphäre, wie gesagt. 29. Jetzt fängt es auch noch an zu klopfen. 50er, ich bin's nicht. Meine Nachbarn sind's auch nicht. 31. Das Klopfen wird immer lauter. 32. 3 Pioretten wieder gedreht. Tja, und sonst geht's euch gut? 34. Das Stiegenhaus verändert sich. Es wird immer schircher, immer, naja, wie soll ich sagen, rostiger, moosbedeckte Stiegen. 35. 36. 9, jetzt ist jetzt Fahrt. Keine gespenstischen Schatten. Kein Monster, was unten auf der Stiege wartet auf uns. Neununddreißig. 40. Wie gesagt, bei 50 zeige ich euch einen Trick. 40. 40. So, warte mal kurz meine Drehungen wieder. So.
Ich weiß nicht, ob ihr die Maus eigentlich seht oder nicht seht. Wenn ihr sie seht, entschuldigen bitte. Ich hoffe, sie wird aber nicht aufgenommen. 43. Also ein bisschen, obwohl ich die Schattentricks kenne oder sowas, ein bisschen habe ich schon Gänsehaut jetzt gerade bekommen. Aber gut, das ist, weil ich nicht damit rechne. Weil jetzt sind wir 20, 30 Stiegen runtergegangen ohne irgendwas und auf einmal kommt es wieder. Weil du rechnest damit einfach dann nicht mehr. 45. Das ist ein langer Weg zu unserem Auto nach unten. Huch. 47. So, das ist der sogenannte Trick, wie es schneller geht. Schwupps. 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 Weil sonst dauert es zu lange. Ich will wissen, wie es jetzt endlich weitergeht. Einfach von Geländer zu Geländer springen. Bei 47 habe ich damit angefangen. Oh Gott, ich höre was schnaufen. Jetzt sind wir bei 57. Ah, seht ihr das? Diese scheiß Maske hier. Wenn man da jetzt gerade weitergeht, dann erwischt sie uns. Und angeblich kann man die umgehen, indem man hier so runterspringt. Scheiße! Nein!